Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trotz eines 2-Tore-Rückstands einen Auswärtssieg gefeiert. Die Kanadier konnten sich am Mittwoch gegen die St. Louis Blues am Ende mit 3:2, 0:2, 1:0, 1:0, 1:0 nach Penalty-Schießen durchsetzen. Ivan Babischew 7. Minute und Bryden Schenn 14. sorgten mit ihren Toren für eine frühe 2:0-Führung der Blues. Edmontons Ryan Nugent-Hopkins 25. und Oscar Claiborne 60. schickten die Partie allerdings in die Verlängerung. Nach einer torlosen Overtime erzielte Oilers-Kapitän Connor McDavid den entscheidenden Treffer im Shootout. Draisaitl blieb ohne Punkte. Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder fehlt seinem Team weiterhin aufgrund einer Oberkörperverletzung. Dominik Kahan zog mit den Chicago Blackhawks bei den Anaheim Ducks mit 2:4, 0:2, 2:0, 0:2 den kürzeren. Dem 23-jährigen Kahan gelang nichts Zählbares im Spiel. Für Chicago war es die 4. Niederlage hintereinander.